Ah, ich wollte doch eigentlich Dingen spielen. E5 heute. Turm E8 kann man pre-moven. Kommt sowieso. F4, ich weiß gar nicht, wie man mit das spielt. Wie spielt man denn das? Blackbird, danke für die Bits. Ich habe gelernt, doch eine Pest für Streamer zu sein. Gegen Puff auch noch ein bisschen spielen, ne? Ja, sicher. Irgendwie stehe ich total komisch hier. Total eingeengt. Was ist denn hier falsch gelaufen? Ist das eine Idee? Ja, irgendwie muss ich meine Figuren ins Spiel bringen. Keine Ahnung. Vor allen Dingen der Bauer ist ja super schwach hier. So. Okay, dann geht aber Dame C7 und dann steht er da in der Fesselung drin. Hätte Läufer E4 machen müssen eigentlich. C5. Springer G5. Droht nichts, aber steht erstmal besser als auf F8. Eine Idee ist einfach auf E1 zu tauschen. Turm E1, Turm E1, Turm E8. Nimm, nimm. Ja, dann ist ein bisschen viel Getausche. Aber die Fesselung ist schon unangenehm für ihn. Gibt es noch andere Ideen? Keine Ahnung. Ich verstehe die Stellung häufig sowieso nicht. Ich spiele die immer. Die Dame will woanders hin. Nach G4, ne? Scheiße. Und jetzt? Na, vielleicht geht das noch. Mit der Dame direkt. Bin ja, sicher, warum nicht? Dann kann er direkt das schlagen. Okay, dann kriege ich wenigstens die E-Linie. Und jetzt? Springer E4 oder was? Vielleicht geht der Zug, ja. Ich sehe es nicht. Meine Güte. Das ist alles wieder schlecht. Gut, der F5 hängt, ne? Vielleicht kann der Springer E6 spielen. Ach nee, habe ich Dame H2 Schachmatt. Idiot. Und Läufer E4, Turm E4 sieht auch sehr gefährlich aus, wegen den ganzen Fesselungen. Ha. Ich habe aber ja mit Turm E1 gerechnet, nicht mit Dame E1. Grüß dich, Lok Niskas Fan. Läufer C1 zurück, ja. Jetzt habe ich aber Läufer F5. Wenn der Springer zieht, habe ich ja Dame H2 matt. Deswegen, der Springer kann nicht ziehen. Und ich habe G5 als Drohung, sehe ich gerade. Plötzlich stehe ich gut. Der Springer kann nicht ziehen wegen Dame H2 matt. Ein Schach hat er nicht. Läufer E4 geht natürlich immer. Turm E4, Fesselung. Und dann G5 halt, ne? Ganz komisch. Ja, Fesselung, Fesselung. Super unangenehm. Der hängt und G5 droht. Ja, jetzt müsste G5 gehen, oder? Naja, macht er H4. Macht er H4 leider. Soll ich auf D4 nehmen? Ja. Das kann ja nicht schlecht sein. Ist ja immer noch in der Fesselung drin. Jetzt habe ich auch das Läuferpaar. Es müsste halt total gewonnen sein und er hat keine Zeit mehr auch.
Was ist das denn? Turm D1 hier. Schneller spielen, ey. Ich bin so langsam immer. Das kostet die Mama. Nochmal rausgewurschtelt, ne? Da ist er nochmal gekommen von hinten, der TBG. Ich lasse mich von diesen Berserk-Dingern viel zu verrückt machen. Fällt mal wieder auf. Oh, nee. Oh, ist das schlecht. Ich gucke überhaupt nicht hin, ey. Er konnte nehmen Läufer G4 oder ich nehme Dame E5, Läufer D6. Komm, reiß dich zusammen. Was hat er gemacht? Rochade. Ich komme erstmal den König etwas besser stellen. G4, G5 muss man machen. B4, Springer, E4 ist die Idee. C5. C5 ist auch eine Idee, ne? Ja, wie gefährlich ist das? Weiß man nicht. Turm C1, den mal angreifen. Sieht ein bisschen komisch aus. Er muss nehmen. Nehme ich so oder mit dem anderen? Gute Frage. Logischer sieht ja mit dem D-Bauern aus. Aber so öffne ich die F-Linie. Hab vielleicht was. Auf den kommt der. Er muss den machen, dann kriegt er das Feld. Wobei, der Bauer D4 schwach. Eigentlich ist sein Springer extrem stark hier. Ja. Ja. Dame F2. Springer C3 geht auch, ne? Gut, König A1 kann ich machen. Ich kann auch nehmen, was rede ich da? Ich kann ja nehmen. Okay, vielleicht kann ich G5, Springer F6 spielen irgendwann. Ein bisschen rumträumen. Soll ja erlaubt sein. Aber auf den kann er einfach in die Ecke gehen. Ich mache Dame A4. Er macht Turm B8. Ich weiß, das droht eigentlich gar nichts, oder? Weil Springer C3 kann ich einfach nehmen. Ich mache mal Turm F1 hier. Greif da irgendwie an. Springer C3 kann ich nehmen. Ich mache mal trotzdem König A1. Vorsichtshalber. Wahrscheinlich muss ich Springer F6 spielen, ne? Okay, aber... Oh nein, Läufer A3. Jetzt hat er Läufer A3. Ist das schon wieder... Ich glaube, er ist total verloren, ne? Scheiß drauf. Wenigstens mit fliegenden Fahnen untergehen. Ach, er nimmt mit dem Läufer. Mit dem Springer. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt habe ich Läufer C3 hier. Ah, er will G6 machen. So, komplett verloren, ey. Ich kann auch nicht rechnen gerade. Was mache ich auf G6 eigentlich? Jetzt denke ich ja wieder ewig nach. Läufer C3 war auf jeden Fall genauer. Ich kann da gar nicht nehmen, alles.
Gut, ja, jetzt greift er einfach meinen Bauern an. Okay, aber warum lässt er denn den zu? Okay, das ist aber sehr gefährlich. Wieso hat er denn den zugelassen hier? Da hat er gepennt. Mein Läufer deckt alles. Die Dame deckt den Läufer. Ich drohe Turm G1 hier. Und Turm Dame G2. Was macht der da? Jetzt muss er hier opfern. Da hat er die Kontrolle verloren.